Noch wenige Stunden, dann wird der Corona-Notstand in Deutschland erneut verschärft. Eine Politik, die zunehmend gegen den Willen von Teilen der Bevölkerung durchgesetzt wird. So stieg die Ablehnung von 3% im März auf mittlerweile ein Drittel. Vielleicht auch deshalb reagiert die Regierung zunehmend nervös und aggressiv. Wie offensichtlich die Sorgen der Bevölkerung ignoriert werden, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche Kompakt. Verprügelt und vertuscht, was Berlins Polizei verschweigt. Dort ist noch von der Berliner Feuerwehr auch noch ein Rettungswagen, offensichtlich von der Polizei angefordert worden. Tests auf Bestellung, wie Spahns Virologen für Infizierte sorgen. Da forderte das Robert-Koch-Institut einen ergebnisorientierten Einsatz der vorhandenen Testkapazitäten. Mörder und Helfer, wie Dresdens Behörden einen Islamisten umsorgten. Die Betreuung durch die auf Deradikalisierung spezialisierte Nichtregierungsorganisation Violence Prevention Network. Prügel wie in einem Polizeistaat sind Oppositionelle seit einigen Monaten zunehmend gewohnt. So werden insbesondere in Berlin regelmäßig Bürgerproteste unterdrückt. Am vergangenen Sonntag scheint die Staatsmacht jedoch eine neue Stufe der Eskalation erreicht zu haben. So wurde eine Freundin des Oppositionsanwaltes Markus Heinz derart gegen eine Wand geschubst, dass der erfahrene Jurist von einer Tötungsabsicht durch die Beamten ausgeht. Eine andere Demonstrantin wurde aus nichtigem Grund offenbar bewusstlos geprügelt. Kompakt TV ist dem Skandal nachgegangen und traf bei der Behörde auf eine Mauer des Schweigens. Es sind Menschenjagden mitten in Berlin. Beamte der 36. Einsatzhundertschaft treiben eine Frau über die Straße. Journalisten werden abgedrängt. Zeugen sind hier offenbar unerwünscht. Was dann geschieht, kann ich nicht beobachten, doch diese Aufnahmen zeigen. Im Würgegriff der Staatsmacht bricht das Opfer wohl bewusstlos zusammen. Dabei hatte der Tag friedlich begonnen. Tausende Oppositionelle demonstrierten am Alexanderplatz im Herzen der Hauptstadt. Gemeinsam wollen sie zum Roten Rathaus, dem Sitz der Stadtregierung. Uniformierte versperren den Bürgern den Weg. Redner versuchen, die Lage zu beruhigen. Wir gehen jetzt alle ein Stück zurück, bitte. Setzen uns hin und machen das Ganze in Liebe und in Frieden. Sie wollen ihr Problem machen und wir spielen da nicht mit. Wir werden nicht aggressiv. Die Antwort der Polizei sieht etwa so aus. Szenen entfesselter Gewalt gibt es überall in der Innenstadt, wie hier am nahegelegenen Strausberger Platz, wo sich eine Spontandemo formiert. Um losschlagen zu können, werden anscheinend auch Gründe konstruiert, wie dieses Video beweist. Natürlich, ich drohe Ihnen Zwangsmittel an. Machen Sie noch. Das habe ich ja gerade. Und was habe ich getan? Ja nichts, aber Sie gegen machen, welche Regel habe ich denn Sie machen doch das, was ich will. Sie lassen meine Leute nicht halten. Abstand! Auch die Polizei sollte den einhalten. Der Fall der offenbar bewusstlos geschlagenen Frau sorgt für besondere Empörung. Kompakt TV versucht, den Vorgang zu rekonstruieren. Kurz vor dem Übergriff, nur leicht hatte die Demonstrantin diesen Polizist geschubst, für dessen Kollegen kein Grund zum Eingreifen. Doch der Beamte verliert offenbar die Nerven. Bei der Verfolgung stürzt er zu Boden. Was dann folgt, ist offenbar Rache für die Demütigung und eine Lüge. Die Frau soll den Polizisten gebissen haben. Doch dieses Bild zeigt, dass die Wunde von einem menschlichen Gebiss stammt, ist unwahrscheinlich. Vermutlich verletzte sich der Beamte bei seinem Sturz. Rund 24 Stunden später, mit auffallender Verspätung, veröffentlicht Berlins Polizei eine Presseerklärung. Darin heißt es, ein Einsatzbeamter wird im Zuge dessen von einem Versammlungsteilnehmenden durch einen Biss in die Hand verletzt. Die männliche Form fällt auf und dürfte kein Versehen sein. Berlins Behörden legen Wert auf sogenannte geschlechtersensible Sprache. Der Verdacht, aus der Frau soll ein Mann werden, um den Übergriff zu vertuschen. Kompakt TV will mehr wissen. Offiziell wenden wir uns an die Berliner Polizei, fragen nach dem Geschlecht und Alter des Versammlungsteilnehmenden, bitten auch um weitere Informationen zum Einsatz. Tagelang warten wir auf eine Antwort. Am Freitagabend räumt die Polizei schließlich das Offensichtliche ein. Auf den Bildern ist eine Frau zu sehen. Mehr Informationen gibt es nicht, aus Gründen des Datenschutzes. Der Verdacht der Vertuschung erhärtet sich. Hallo!
auch weil es weitere Übergriffe gibt. In diesem Wagen sitzt der festgenommene Oppositionsanwalt Markus Heinz. Vergeblich versucht der Arzt Bodo Schiffmann, seinen Patienten zu erreichen. An anderer Stelle wird Verletzten offenbar medizinische Hilfe verweigert. Dort ist noch von der Berliner Feuerwehr auch noch ein Rettungswagen, offensichtlich von der Polizei angefordert worden. Ja. Die haben auch die Meldung bekommen, ich habe mit den Sanitätern gesprochen, dass dort auch ein Verletzter ist. Aber auch die wurden nicht durchgelassen zur Polizei. Vor Ort ist auch Andreas Wild, fraktionsloser Abgeordneter im Berliner Landesparlament. Auch der Volksvertreter wird von den Uniformierten attackiert. Hier wurde gerade als Mitglied des Innenausschusses der Zugang zu dem inhaftierten Rechtsanwalt verweigert, obwohl ich mich ausgewiesen habe. Und ich wurde hier gerade von einem Polizisten weggeschubst. Das ist schon, das ist Diktatur. Das ist kein Rechtsstaat mehr. Und ich bin erschüttert. Erschüttert sind auch die Menschen auf dem Alexanderplatz, auch von der offenen Arroganz der Macht. Ein Typ sagt, sie gehen hier so auf den Sack, ne? Das ist doch der Wahnsinn. Das sagt jetzt so ein Bürger, der durch die Steuern diese Menschen finanziert. Das ist doch der Wahnsinn. Sie gehen hier so auf den Sack. Uns geht auch auf den Sack, euer Gehalt bezahlen zu müssen. Ja, wirklich, ja, das ist so eine Scheiße, ehrlich. Einen Erfolg kann die Opposition dennoch verbuchen. Hunderte erzwingen eine Demonstration auf der Karl-Marx-Allee. Ein friedlicher Protest. Später wird Berlins Polizei auch hier zuschlagen, in bekannter Manier. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat mit der Forderung nach Polizeikontrollen in Privatwohnungen für Protest gesorgt. Am Mittwoch sagte Lauterbach der Rheinischen Post: "Wir befinden uns in einer nationalen Notlage, die schlimmer als im Frühjahr werden kann. Die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein." Aufgrund massiver Kritik relativierte Lauterbach mittlerweile seine Äußerungen. Er wollte demnach lediglich dringend appellieren, private Feiern zu meiden. In Dresden haben tausende Menschen gegen den Corona-Notstand demonstriert. Sie versammelten sich am 31. Oktober auf dem Theaterplatz im Zentrum der Stadt. Redner warfen der Politik unter anderem eine fundamentale Verletzung der Bürgerrechte vor und forderten den Rücktritt der Regierung. Zudem kündigten sie Widerstand gegen die ab Montag geltenden Einschränkungen an. Ein Großteil der Demonstranten verweigerte den in der Dresdner Innenstadt geltenden Maskenzwang. Mitentscheiden dürfen die Abgeordneten in Bund und Ländern nicht, wenn es um den Corona-Notstand geht. Doch immerhin gestand ihnen die Kanzlerin in dieser Woche eine Regierungserklärung zu. 26 Minuten, in denen sich Angela Merkel tatsächlich als eine der am besten informierten Fachkräfte unseres Landes erwiesen hat. Denn die Regierungschefin weiß nicht nur, was das Virus anrichtet, sondern auch, was es sich dabei so denkt. Ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten. Die sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen. Die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt. Die gehen gerne feiern, also besser kann es gar nicht sein. Nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast. Corona-Lügen, Kompakt fragt, wann bekommen wir endlich unser Leben zurück? Wollen auch Sie wissen, ob es tatsächlich eine weltweite Pandemie gibt, ob unser Gesundheitssystem am Limit war, ob nun eine zweite Welle droht oder ob der Lockdown wirklich notwendig war? Diese und andere Fragen beantwortet Kompakt. Unser Faktenheft kann endlich Entwarnung geben, denn mit exklusiv zusammengestellten Studien und Statistiken widerlegen wir die verbreitete öffentliche Meinung vom vermeintlichen Todesvirus. Wir sagen Nein zur Panik und entlarven den Schwindel. Sichern Sie sich Kompakt aktuell Corona-Lügen unter kompakt-shop.de. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, hat die Bürger aufgefordert, ihre täglichen Kontakte zu anderen Bürgern zu protokollieren. Dem Kölner Stadtanzeiger sagte er, um die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung zu entlasten, kann jede und jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten. Sogenannte Corona-Tagebücher können dabei helfen, für sich selbst einen Überblick zu behalten, wen man an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, in welcher Form getroffen hat.
Ab Montag beginnt das, was die Regierung als Wellenbrecher-Lockdown bezeichnet. Wir stehen vor einem harten Winter, hat die Kanzlerin ihre Untertanen auf die neuen Einschränkungen eingestellt. Tatsächlich steigt nicht nur die Zahl der positiv Getesteten, sondern auch deren Prozentanteil an allen Untersuchten. Martin Müller-Mertens steht jetzt im Berliner Regierungsviertel. Martin, die Zahlen zu den neuen Maßnahmen lieferte wie immer das Robert-Koch-Institut. Du hast jetzt einen Hinweis gefunden, nach denen die staatlichen Virologen offenbar quasi auf Bestellung liefern. Ja, Katrin, ich stehe hier gegenüber des Reichstages, wo die Kanzlerin am Donnerstag den Abgeordneten mitgeteilt hat, was das Virus denn so denkt. Was ist Grundlage des neuen Lockdowns? Das sind die positiven Testergebnisse, deren Zahl 18.000 waren es am Freitag. Und wie kommt man zu diesen positiven Testergebnissen? Da lohnt es sich immer, mal die Tagesberichte des Robert-Koch-Instituts zu lesen, bei denen zwischen medizinischem Kauderwelsch und zum Teil grammatikalisch veralteten Deutsch durchaus Klartext gesprochen bzw. geschrieben wurde. So auch am Mittwoch, an dem Tag, als die Kanzlerin die zum Teil skeptischen Ministerpräsidenten auf ihre Position eingeschworen hat. Da forderte das Robert-Koch-Institut einen ergebnisorientierten Einsatz der vorhandenen Testkapazitäten und das vor allem in Arztpraxen. Was bedeutet das? Das Robert-Koch-Institut rechnet mit 2,5 bis 3 Millionen Arztbesuchen pro Woche bei einer schweren Grippewelle, die mit der jedes Jahr letztlich zu rechnen ist. Und diese Leute sollen offenbar komplett durchgetestet werden. Und wissen wir, dass in den Statistiken der Südhalbkugel, wo der Winter gerade zu Ende gegangen ist, und auch in den beginnenden Grippestatistiken Europas die Influenza kaum auftaucht. Und Kritiker meinen, das liegt daran, dass aufgrund der engen Verwandtschaft der Virenstämme Grippekranke einfach als Corona-Positive ausgegeben werden, dass also auf diese Weise sehr hohe Testergebnisse zustande kommen. Das korrespondiert nicht nur mit den geringen offiziellen Influenza-Kranken, sondern auch mit den Krankenhäusern, die sich zwar etwas füllen, auch das nicht ungewöhnlich in der Grippesaison, wo aber die Todeszahlen praktisch überhaupt nicht hochgehen, sondern eher stagnieren. Interessant ist auch ein anderer Satz in diesem Tagesbericht. Da macht das Robert-Koch-Institut darauf aufmerksam, dass man nur 1,8 Millionen Tests maximal in der Woche durchführen kann. Man hätte gerne mehr, aber da gibt es Lieferschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten auf dem Markt für Kunststoff, für Pipetten, für Reagenzgläser, für Ähnliches. Und aus diesem Grund schreiben die Forscher der nachgeordneten Behörde des Bundesgesundheitsministeriums von Jens Spahn, müssten die Kontakte reduziert werden, also um nicht genügend Leute, um möglichst weniger Leute in die Arztpraxen zu bekommen und damit die Tests so wie gewünscht flächendeckend durchführen zu können. Bayern geht jetzt einen Schritt weiter und will erstmals einen landesweiten Notstand ausrufen. Welche Konsequenz hat dieser Schritt für die Menschen im Freistaat? Ja, was es im Konkreten bedeutet, wird man abwarten müssen, denn du hast erwähnt, diesen Notstand gab es zwar punktuell, etwa bei Hochwasserkatastrophen, aber noch nie landesweit. Insgesamt kann man wohl sagen, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, ist jetzt endgültig zum Machthaber mutiert, als der er sicher für die Kanzlerkandidatur der Union ganz offensichtlich auch empfiehlt. Notstand in Bayern, das bedeutet zunächst mal, dass alle militärischen oder paramilitärischen Formationen, also Polizei, Bundespolizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr, Rettungsdienste ähnlich, jetzt insgesamt 470.000 Mann unter ein zentrales Kommando des Innenministeriums gestellt werden und entsprechend einsatzbereit sind. Notstand, das heißt in Bayern, dass Gebiete evakuiert werden können auf Befehl der Regierung. Das heißt auch, dass Bürger zur Zwangsarbeit herangezogen werden können, dass zum Beispiel die Unverletzlichkeit der Wohnung in keiner Weise mehr gilt. Mit Demokratie hat das meiner Einschätzung nach nicht mehr sehr viel zu tun. Es ist im Grunde eine Art Kriegsrecht, eine Art Ausnahmezustand, in der die bayerische Staatskanzlei durchregieren kann. Endkampf um Amerika. Bleibt Trump im Weißen Haus oder kehrt das Establishment zurück? Die Zahlen, die Stimmen, die Antworten zur wichtigsten Wahl des Jahres.
12 Stunden Live-Studio am Dienstag, den 3. November ab 22 Uhr. The most important election of a lifetime, maybe the most important election ever in our country. Go out and vote. Thank you very much. Drei Wochen nach Beginn der Influenza-Saison wurde in Rumänien noch kein einziger Fall der sogenannten echten Grippe bestätigt. Dies teilte das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit in Bukarest mit. Bereits in den zurückliegenden Monaten war die Zahl der Influenza-Fälle auf der Südhalbkugel deutlich geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte den ungewöhnlichen Verlauf der Grippesaison mit den Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Kritiker befürchten dagegen, Influenza-Fälle könnten vermehrt fälschlich als Corona-Infektion ausgewiesen werden. Sowohl die Grippe als auch Covid-19 basieren auf RNA-Viren. Es war eine Urlaubsreise in den Tod. Mitten in Dresden starb Anfang Oktober ein 55-Jähriger an den Messerstichen eines früheren IS-Terroristen. Der mutmaßliche Mörder handelte offenbar aus Schwulenhass. Sein Opfer attackierte er mit einer Wucht, dass die Klinge im Körper abbrach. Mittlerweile werden die Vorwürfe gegen die Behörden immer lauter. Trotz massiver Straftaten war der Islamist nicht nur in Deutschland geduldet, sondern sogar von einer staatsnahen NGO umsorgt worden. Immer wieder werden die Kerzen entzündet, Symbole der Trauer um Thomas L., der mitten in Sachsens Landeshauptstadt erstochen wurde. Sein Lebensgefährte erlitt schwere Verletzungen. Vergangenen Montag bei Pegida. Das Entsetzen ist spürbar über die Tat, aber auch über das Versagen der Behörden. Und wenn ich nur darüber nachdenke, dass beim letzten, bei dem Mord drüben an der Schlossstraße, dass die DNA des mutmaßlichen Täters schon bekannt war und es dann 14 Tage gedauert hat, bis sie den irgendwo von der Straße gepflückt haben, möchte ich nicht wissen, wie oft er hier noch in der Innenstadt rumgelaufen ist und jeder von uns hätte dran sein können. Erst 5 Tage vor dem Mord war der mutmaßliche Mörder Abdullah Al-Hash Hasan aus dem Gefängnis entlassen worden. Rund 3 Jahre saß er unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Mitgliederwerbung für den Islamischen Staat. Der Verfassungsschutz hielt ihn offenbar für eine tickende Zeitbombe. Aber auch aufgrund seines Verhaltens in der Haftzeit war erkennbar geworden, dass er sich nicht vom Islamismus losgesagt hatte, sondern unverändert extremistisches Gedankengut vertrat. Abdullah Hasan hatte seinen Flüchtlingsstatus verloren, war aber weiterhin geduldet. Nach dem Mord gab es Forderungen, den generellen Abschiebestopp nach Syrien aufzuheben. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, ist dagegen, Schwerverbrecher aus Deutschland auszuweisen. Abschiebung und Ausweisung sind nie eine geeignete Antwort auf Straftaten. Stattdessen sollten Aussteiger und Präventionsprogramme, vor allem in Haftanstalten, gefördert werden. Solche Programme gibt es. Auch für Abdullah Hasan. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurde der Islamist in Haft von einer Art Sozialarbeiterindustrie versorgt. Ganz konkret gehören dazu Gefährderansprachen durch das Landeskriminalamt Sachsen, die Betreuung durch die auf Deradikalisierung spezialisierte Nichtregierungsorganisation Violence Prevention Network, die psychologische Betreuung durch die jeweiligen Anstaltspsychologen. Das Violence Prevention Network ist der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Die NGO erhält Gelder des Bundesinnenministeriums und der Länder. Auf seinem Internetauftritt verwendet es den Genderstern. Dort heißt es unter anderem, das pädagogische Konzept beruht auf einem explizit nicht konfrontativen Ansatz. Akzeptanz und der Verzicht auf Demütigung dienen dazu, Verstehen zu ermöglichen und Handlung zu erklären. Akzeptanz und Verstehen waren offenbar auch die Leitlinien der Staatsanwaltschaft. So erhielt Abdullah Hasan nach der Haft eine sogenannte Führungsaufsicht. Eine Maßnahme, die jedoch eher an eine Serviceleistung für den Täter erinnert. Es ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung, die im Wesentlichen darauf angelegt ist, auf die Reintegration eines Verurteilten in die Gesellschaft abzielt. Und der Verurteilte hat tatsächlich im Rahmen der Entlassungsvorbereitung so mitgearbeitet, dass man davon ausgehen konnte, dass er dieses Angebot der Führungsaufsicht und diese Maßregel auch nutzen wird für sich, um in die Gesellschaft zurückzukommen. Die Demonstranten bei Pegida haben dafür wohl wenig Verständnis. Seit 6 Jahren gehen sie gegen die Islamisierung Deutschlands auf die Straße. Den Mord sehen viele als Bestätigung ihrer Warnungen. Auch der Abschiebestopp trifft hier auf scharfe Kritik. Warum denn nicht nach Syrien? Weil er als ehemaliger IS-Terrorist dort unten vielleicht an die Wand gestellt wird? Das ist mir doch scheißegal!
Sie sehen es offenbar anders. Gegendemonstranten von Antifa und Grünen störten am Montag auch das Gedenken von Thomas L., doch die Kerzen am Tatort leuchten weiter. Die Dresdner trauern um ein Opfer der bunten Republik. Mit 9 Jahren Verspätung wurde am Wochenende der Flughafen Berlin-Brandenburg offiziell eröffnet. Bei geringem Publikumsinteresse landeten 2 Maschinen der Fluggesellschaften EasyJet und Lufthansa. Die Kosten des von Pannen und Skandalen begleiteten Projekts belaufen sich auf derzeit etwa 7 Milliarden Euro. Zuletzt hatten Berliner Medien über eine Insolvenz der Flughafengesellschaft spekuliert. Nach Beginn des Flugbetriebs soll am 8. November der bisherige Flughafen Tegel geschlossen werden. Bei einer Volksabstimmung im Jahre 2017 hatte sich eine Mehrheit der Berliner für die Offenhaltung der Anlage ausgesprochen. An dieser Stelle verabschiedet sich die Woche Kompakt für heute. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch einen Daumen hoch für dieses Video, ein Abonnement unseres Kanals oder unseres Monatsmagazins und vergessen Sie natürlich nicht, das Abo-Glöckchen zu aktivieren. Herzlichen Dank fürs Einschalten, bleiben Sie auf jeden Fall gesund und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.